Los ging die Reise im fernen Osten Russlands in Wladiwostok. 3900 Kilometer bis zum Baikalsee und der mongolischen Grenze. Am interessantesten fand ich den Bahnhof in Wladiwostok. Ziel oder Ausgangspunkt der transsibirischen Eisenbahn. Er liegt direkt am Hafen und man kann von dort zu Fuß die Fähren nach Japan oder Korea erreichen. Zwei Tage nach meiner Ankunft kam auch der Land Cruiser aus dem Hafen. Alles perfekt. Die letzten Dokumente waren bald gestempelt und die lange Reise konnte beginnen. Die netten Frachtagenten zeigten mir vor Abfahrt noch das russische Zeichen für Diesel an der Tankstelle. Hier war ich schon 600 Kilometer gefahren und von Chita sind es bis zur mongolischen Grenze bestimmt nochmal 800 Kilometer. So stellt man sich Sibirien vor. Weite, Wälder, leicht hügeliges Land und ab und zu kleine Dörfer. Die Frontscheibe musste ich in dieser Gegend jede Stunde putzen. Gut, dass ich genug Wasser dabei hatte. Die meisten russischen Fernstraßen sind sehr gut. Viele wurden erst neu gebaut. Nach 800 Kilometern Khabarovsk, die erste größere Stadt nördlich von Wladiwostok. Dort, wo die Überlandstraßen noch nicht fertig sind, wird kräftig gebaut. Manchmal haben die Baustellen aber eine Länge von 20, 30 oder 40 Kilometern. Thank you.
Dann endlich Ulan-Ude, auf der anderen Seite des Baikalsees gegenüber Irkutsk. Hier steht die größte Porträtbüste der Welt, Lenin. Man hat ihn nach 1990 stehen lassen, denn schließlich weiß man ja nie, was noch kommt. Einmal Komplettwäsche bitte, bevor es dann auf unterschiedlichen Straßen Richtung mongolische Grenze geht. Die Grenzübergänge erfolgten überall nach demselben Muster. Es gab einen Vorbereich mit Kennzeichenregistrierung, einen Hauptbereich mit Pass-, Zoll- und Gepäckkontrolle und vor Ausfahrt dann ein Check, ob alle notwendigen Stempel vorhanden sind. Leider erfolgte das außerhalb der EU für jedes Land separat, also zweimal an einer Grenze. Es gab keine gemeinsamen Kontrollen. Und so habe ich für jeden Grenzübergang einen vollen Tag eingeplant.